Und hier ist sie wieder, die Show mit dem geilen investigativen Journalismus. Mit dem bezaubernden Moderatoren, du Sebbe und Flo. Live, naja, fast. Dave Boos! Oh ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Live-Show von Daily Bruce. Im Aushilfsstudio. Wir haben extra hier oben haben wir eine Uhr hingestellt, damit ihr immer sehen könnt, wann haben die geschnitten in der Live-Show schneiden. Da seht ihr wenigstens, dass es echt ist. Ja, jetzt warten wir nur noch auf den ersten Anrufer. Die Leitung steht. Versucht auf Leitung 3 oder 13 zu kommen. Der Hotbutton hat zugeschlagen. Ich hab nicht gescheit getroffen. Ja, das muss das sein. Jo, wir warten. Schönen guten Abend, habe ich deine Leitung? Hi, hier ist der Chris. Grüß dich. Hi, heißt du? Ja, freilich. Von wo rufst du gerade an? Ich bin aus Köln. Da bezieht sich eigentlich auf meine Frage ein bisschen zu. Oh, erzähl. Nämlich, ja, vielleicht wisst ihr, ist ja nächste Woche Karneval. Ja. Und es ist ja mit Alkohol verbunden. Und dazu wollte ich dann vielleicht nochmal wissen, was so eure Anti-Kater-Tipps sind für den nächsten Tag. Gut. Das ist erstmal eine sehr, sehr nette Frage. Wir haben schon gedacht, wir werden hier mit Fragen irgendwie totkommandiert. Ja, Flo, was sagst du? Aspirin. Aspirin? Also ich bin immer der starke Vertreter von einem guten alten Konterbier. Konterbier, habe ich persönlich noch nicht probiert, weil morgens um 11 Uhr oder sowas hat man ja meistens nicht so Bock darauf. Ja, ja, ja. Und immer viel Mineralien essen. Irgendwas mit Fisch ist immer geil. Bloody Mary soll helfen. Bloody Mary, ja, wer macht sich den Aufwand und macht Bloody Mary oder so? Ja, Aspirin mache ich auch selber gerne. Das hilft eigentlich so am besten. Nur es soll ja auch so Hausmittel geben. Oder ja, was ist die Salzstangen und so. Die ganze Zeit futtern. Ja. Aber. Tja. Also, ich habe mal gehört, man soll so viel Wasser vorher trinken, wie man Alkohol getrunken hat. Und dann geht's irgendwie auf jeden Fall. Ja, du bist ein Kölner, du musst doch wissen, was am besten gegen Kater hilft. Ihr sauft doch jeden Tag. Ist doch ja. Da draußen gar nicht lachen. Ja. Na gut. Willst du irgendjemanden grüßen? Du hast die einzigartige Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Ich grüße die Backstreet Boys. Ey, jawohl. Die grüße ich jetzt auch an dieser Stelle. Schönen Gruß an die Backstreet Boys von Münziboy und von mir. Danke für deinen Anruf und was wir dir nicht gesagt haben, die Minute kostet 50 Cent. Ciao, mach's gut. Servus, bis Montag. Ja. Ciao. Sympathischer junger Kölner. Was denn? Kannst du noch mal was sagen? Nein. Und da haben wir schon den nächsten Anrufer. Nee, mach nochmal. Ja, warte. Und da haben wir schon. Nein! Scheiße. Also, wie ihr seht, wir haben es mal nicht so mit der Technik. Aber ich glaube, das schneiden wir sowieso raus. Hm. Ja. Kamera läuft. Läuft. Und dann haben wir schon den nächsten Anrufer in der Leitung. Oh. Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich da? Ja, hallo, hier ist Probst. Ich hätte gerne was bestellt. Einen großen Känguru-Salat zum Mitnehmen. Ist es jetzt der Ernst, Daniel, oder was? Ja. Känguru ist aus. Das habe ich dir mal vorhin schon erzählt. Okay, also pass auf. Ich habe folgende Frage. Ja, also du musst dir unbedingt Fragen stellen, du kannst auch so einfach mit uns plaudern, aber die hören wir uns gerne an. Ja, okay, dann plaudere ich erst wegen dir, okay? Sagt dann gestern alles gut bei euch so? Alles schön? Ja, bis jetzt läuft. Das ist cool. Wir hatten schon angerufen. Wir hatten schon einen Anrufer aus Köln. Echt? Na ja, klar. Das ist ein Hammer, ey. Das ist der Hammer. Der Bruce ist deutschlandweit. Ich rufe ja auch aus. Essex an. Aus wo? Von Essex. Also hier, ich glaube, das ist in London, irgendwie Stadtteil von London oder so. Ich weiß es auch nicht. Oh Gott, das Ding, bin ich voll blamiert wahrscheinlich. Ja, hast du. Halb so schlimm, okay. Hau jetzt deine Frage raus, bevor es noch schlimmer wird. Okay. Also auf die
Ich habe folgende Frage. Ich spiele ja bei der Christian Nuller Blues Band und ich wollte euch fragen, ob ihr den Auftritt am 26.04. im Rathaussaal filmen wollt. Schreib mal auf, Flo. Hast du einen Stift? Nö. 26.04. Was ist das für ein Konzert? Das ist ein Rathauskonzert im Rathaus von Neustadt. Ja. Also ganz normales Konzert mit Sitzplätzen. Schön ein bisschen Blues anhören. Okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall, das hört sich cool an. Wir haben ja schon mal was mit euch aufgenommen. Also für die Leute, die das jetzt wissen, gibt mal ein Daily Post Rodeo. Da haben wir schon mal, sind wir mit den Jungs im Bus rumgefahren. Hört sich auf jeden Fall gut an, oder? Machen wir. Also ich sag jetzt mal ja, ne? Ja, das wäre super, ey. Also ihr müsst doch nicht alles filmen, das reicht auch. Ne? Ein, zwei Songs. Vor allem, mach mal gerne. Das ist toll. Alles klar. Dann Daniel, ja, sieht man sich heute beim Huddle? Ich weiß es noch nicht so richtig, aber mal sehen, ne? Okay. Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Alles klar, dann mach jetzt mal die Leitung wieder frei, weil die rennen uns nämlich hier das Telefon ein. Alles klar, mach ich. Dann mach's gut. Ciao. Mach weiter so, denn die Bruce ist geil. Jawohl, Hans Mau. Ciao. 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 Sympathische Daniel. Feiner Kerl. Aus London. Okay, läuft. Nein, nochmal, mach nochmal. Ja, läuft. Jetzt nochmal. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ja, wen habe ich deine Leitung? Hier ist der Michael. Hallo. Hi, Michi, grüß dich. Bin ich eigentlich bei Daily Boot? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, du bist... Mittendrin. Jetzt bist du eigentlich im Fernsehen. Ja, 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 du bist im Fernsehen. Saugeil. Was können wir für dich machen? Liebe Daily Boot Redaktion, mir ist aufgefallen, dass bei euch in der Redaktion keine Frauen arbeiten. Seid ihr schwul oder hat es andere Gründe? Exzellente Frage. Aber wie man sieht, arbeiten bei uns Frauen. Ja, doch, wir bei uns arbeiten natürlich Frauen. Halt nicht vor der Kamera. Ja. Kochen halt oder sowas. Nee, das war sexistisch. Achso, also werdet ihr den Geschlechterrollen auch gerecht? Ja, natürlich. Ja, oder? Wie läuft die Sendung bislang? Bis jetzt läuft sie ganz gut. Du bist der 8. Anrufer. Krasse Action. Ja. Ja, wo bist du gerade? Ich hock gerade ein, aber fahr jetzt gleich los. Wo gehst du hin? Zum Handeln. Ja, da kommen wir dann auch nochmal vorbei. Ja, sehr geil. Was wollte ich jetzt noch sagen? Danke für deinen Anruf auf jeden Fall. Wolltest du aber nicht. Ja, hau rein. Wolltest du nicht um 6 anrufen? Und kann ich am Anfang? Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Also, ja, wünsche ich euch auch beschissen. Wünsche mir dir auch. Bis dann! Michael Kai. Das biebt sich raus in der Füße runter. Das können wir sonst nicht schneiden. Schönen guten Abend, wen habe ich in der Leitung? Hallo, ihr seid euer Fendi Silvia. Hi, grüß dich. Also, heute dürfen wir noch eine Wohnung, habe ich mir gerade erzählen lassen. Ich wollte mal sagen, ihr solltet mal einen Film so für eure älteren Kinder mal auf die Beine stellen, wenn ihr mal wieder Zeit und Lust habt. Ja, was hast du dir da vorgestellt? Ich meine, für die älteren Fans, das ist ja relativ, ne? Ich habe noch gar keine Vorstellung, man erzählt das bisher eigentlich auch. Aber es wird dir besser gefallen, wenn es für die Älteren wäre. Ja, schon. Ich bin gerade überrumpelt bei dem Channel. Also du willst auf jeden Fall, dass es über 18 ist. Ich dachte mal, was ich doch soll. Warte mal. Spezielle Sendung. Ich hab's gehört. Ach so, die nächste V-Zuschauer und so. Dann geht's ja bis zur Generation von Oma und Oma. Ach so, na, wir haben ja keinen Bock hier 3 Stunden die Telezeitung einzubringen. Das ist die letzte wieder gesehen, aber die Werbung bei mich immer das war wieder super. Hat dir gefallen? Ja, sowieso. Das seid ihr echt fit. Also, das ist ja wirklich klasse. Jetzt schmeichelst du uns aber. Und wir hätten übrigens bei deinem Anruf überhaupt nicht gerechnet. Das ist cool. Du bist, ein Spitzenfrau. Ich hab ja auch Wogen, ne? Also, ja. Das ist schon vorbei. Aber ich hab die Nummer nicht, weil die habt ihr ja nicht mehr geschrieben. Oder mich gefällt nur für Auserwählte. Wir haben im Dorf auf die Verlangen mal nicht mitgesprochen. Okay. Also, das ist doch falsch.
nicht. Jetzt streitet euch halt mal nicht. Okay, also dann habe ich doch richtig angerufen. Heute, ruft an. Danke für deinen Anruf, gell? Und noch einen schönen Abend. Ja, gerne. Weiter so, hä? Gleich mach mal. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Ciao. Wie geht's laut? Du musst mal lachen nach dem Anruf, hä? Ja. Oh oh. Ab top, das sagt die Uhr. Schönen guten Abend, wen habe ich deine Leitung? Grüß dich, Server, hier ist der Flo Linke. Jetzt habe ich dich ja Gott sei Dank doch noch erreicht. Hi Flo, grüß dich. Grüß dich. Ja du, pass auf, ich habe nämlich eine Frage. Und zwar, ich muss mich an die Daily Boost-Folge erinnern, in der ihr aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit gereist seid, um euch dort quasi selbst daran zu hindern, euren Abschied vom Showbusiness bekannt zu geben. Ja, das war eine Spitzenfolge, ja. Nee. Genau. Und da hatte ich jetzt überlegt, stelle ich jetzt eine Frage zu einer ganzen Reihe von Kausalitätsparadoxen, die wir alle oft so in die Zukunft kennen, und habe mich dann aber dagegen entschieden und frage stattdessen, wie habt ihr eigentlich eure eigenen Leichen beseitigen können, ohne von der Polizei gefasst worden zu sein? Wie habt ihr das angestellt? Ja, das ist eigentlich leichter, als man eigentlich denkt. Wir haben unsere Leichen quasi in unser Zukunfts-Mini-Cooper-Mobil gepackt. Kommst du mit? Ja, verstehe. Also reingepackt, dann haben wir so einen Backstein aufs Gas gelegt, wieder den Fluxkompensator, und diesmal habe ich mich nicht versprochen, Fluxkompensator aufs Gaspedal, also einen Backstein aufs Gaspedal gelegt und das Ding gegen einen Baum in die Zukunft geschossen. Weg waren die Leichen. Also, die kommen in 30 Jahren wieder. Oh mein Gott, das heißt, irgendwo rast gerade ein zeitreifendes Mobil durch die Gegend mit euren Leichen in den Sitzen? Wie cool ist denn das, ne? Das haben wir uns auch gedacht, ja. Es ist auch ein bisschen unheimlich, aber auch cool. Ja. Sehr, sehr lässig. Okay, dann möchte ich die Leitung nicht weiter belegen, damit vielleicht noch jemand anrufen kann. Jo, danke dir. Danke für deinen Anruf. Ja, cool. Sieht man sich heute bei Michi? Ja, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Alles klar, dann stoßen wir dort an. Ciao. Ciao. Ciao, cool, servus. War eine schöne Frage, schön Daily Boost bezogen. Ich finde schön, dass ich nichts sagen muss. Willst du das nächste Mal telefonieren? Na, lass ihn. Ach komm, ich hab meistens echt gut. So ein schlechtes Gewissen. Warum denn? Was sagt denn die Regie, wie mache ich denn, also wie machen wir uns denn bis jetzt? Da haben wir schon wieder jemand in der Leitung. Ein Schiff. Und aufgelegt. Das ist traurig, ne? Gut. Ja, jetzt. Achso. Das ist ein echtes Telefon, ich schwör's. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Wen habe ich in der Leitung? Ja, der Köhn ist hier. Ey, Gincasso Köhn ruft an. Sau cool. Ja, ich habe eigentlich keine Frage an euch. Ich wollte euch nur sagen, ich finde das einfach super klasse, was ihr macht. Das hat mir einfach richtig gut gefallen. Und ich verfolge eure Shows von seit Anfang der 90er Jahre, glaube ich, wo ihr angefangen habt. Ja, und ja, ja. Hat meinem Leben einfach den richtigen Sinn gegeben. Ich war schon oft am Ende und dann habe ich immer YouTube geguckt. Und dann, ja, es beglückt mich einfach immer, wenn ich die super tollen Themen, die Bandinterviews und die ein oder anderen Filme, die ihr zeigt, nicht für die Öffentlichkeit, ja. Die sind schon, die gefallen mir einfach richtig gut. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es in Zukunft auch, ja, gut weiterläuft. Herr Köhn, oder wenn ich dich Alex nennen darf, woher rufst du an? Ich rufe an aus Koblenz. Das ist eine Weltstadt im Westen der Republik. Oh, ja. Ja, da noch nie was davon gehört. Gar nichts. Also zumindest hier in Franken. Ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe hier gerade ProSieben an. Ich habe da läuft auch gerade ein Bericht über euch, habe ich gesehen. Dass ihr ziemlich irgendwas steht da, dass ihr erfolgreichen Aufstieg jetzt in den letzten paar Monaten hingelegt habt und die Uhrzeit läuft doch nur tough, oder? Ja, aber wie gesagt, ich werde das Gespräch jetzt beenden, weil ich habe hier auch noch wichtigere Sachen zu tun, als mit dir zu telefonieren. Warte, ich habe noch eine kurze Frage. Ich hab eine kurze Frage. Was gibt's bei dir am Montag zu essen? Bitte enttäusch mich nicht.
Ich denke mal Pute mit Reis. Ja, ich hab's gewusst. Danke Alex für deinen Anruf. Dankeschön. Ja, kein Thema. Ja, und mach weiter so. Ciao. Einen wunderschönen guten Abend. Wen habe ich deine Leitung? Hallöchen, hier ist der Dima. Hey Dima, hi, grüß dich. Servus. Ahoi. Also ich habe mal eine Frage an euch. Ihr hängt ja viel miteinander zusammen. Ihr macht ja jetzt Daily Boost schon eine ganze Zeit zu zweit. Und die Frage ist, ihr kommt euch ja auch ziemlich nahe. Habt ihr euch beim Dreh schon mal unsittlich angefasst? Nicht, dass ich wüsste. Weißt du? Mhm. nee, haben wir nicht. Okay. Also, gut, also war fast, es war mal fast so weit, aber wir hatten noch alle ein T-Shirt an. Also. Ja gut, das gilt ja dann nicht. Das gilt ja nicht. Kennst du unsere Bierwerbung? Ja. Da war es mal kurz so weit. Also wir waren beide nass und verschwitzt und halbnackt. Und ja, deswegen rufe ich an wegen der Werbung. Da habe ich mir schon gedacht. Okay. Na gut. Ja, komm, lass uns doch so ein bisschen plaudern, Mensch. Du rufst ja selten. Nee, ja, oh, an. Ich hab's ja nicht mit telefonieren. Ich hab's ja nicht, deswegen rufe ich so selten an. Na, wie läuft's bei euch so im Studio? Ja, läuft auf jeden Fall besser als die Nominierung von 99 Feierfilms. Ja gut, aber wir waren auch die einzigen, die Jury nicht gespielt haben. Das passt schon. Das ist richtig. Ja, du kannst ruhig einen Gruß an die Jury ausrichten, wenn du willst. Jetzt ist gerade. Ja, ich grüße die Jury von 99 Firefilm Awards. Sobald ich Geld habe und Monedos verdiene, hoffe ich, kriege ich auch mal einen Platz. Also, geil wär. Also, ich glaube, da gewinnst du, glaube ich, nur, wenn du selber in der Jury hockst. Ja, also, ich bewerbe mich nächstes Jahr für die Jury. Ja. Und, das wird geil. Da musst du übrigens ein Video machen, wenn du dich für die Jury bewerben willst. Ja, mach ich, aber dann brauche ich ja jemanden, der in der Jury schon sitzt. Das ist ja das Verrückte. Ja. Deswegen, das wird. Was machst du heute Abend so? Ja, ich überlege gerade, ob ich Kalle-Fasching gehe. Trifft man euch da auch an? Kalle-Fasching? Ja, heute ist zweiter Kalle-Fasching. Oh, cool. Geht ihr hin? Also wir wollten zum Kumpel gehen. Der hat vielleicht seine fast... Verlobung? Das müssen wir rausgeben, sorry. Wir schauen mal. Was gehst denn du? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entweder als Pirat oder falls ich noch einen Asterix finde als Obelix. Das wäre halt auch sehr witzig. Ich kenne keinen aus wie der Asterix. Obelix. Ja, er braucht doch einen Asterix, damit er als Obelix gehen kann. Ja. Oder hol dir einfach so einen fetten Stein. Und schleppt den ganzen Abend den Stein rum. Ja, wäre auch nett. Ansonsten mache ich wieder raus und komme als Badewanne und lass mich volllaufen. Oh. Ja, ich hab gerade Fisch geklopft. Ja. Dankeschön. Ja, mach das. Wird geil. Na gut. Dima, danke für deinen Anruf. Der Flo sagt jetzt noch Tschüssi zu dir. Ciao. Servus. Ciao. Also, bis jetzt war ich ganz zufrieden eigentlich. Ja, wir hatten mehr als erwartet. Oh, weil man hat gerade geklingelt. Dima? Nein? Ey, mit der Ernst! Servus! Grüß dich, Meister! Hi! Servus, Flo! Oh, Gerrit, hallo! Gerrit ist da! Ich wollte ihn mal besuchen. Ja. Ich war gerade im Lande. Bitte setz dich hin. Ja, wir machen gerade eine Show, Gerrit. Oh, ich setz mich einfach da hin und sag nichts. Ja, auf dich her. Wie geht's da unten, München? Super. Einmal frei. Klasse. Gut. Ist wie Neustadt, nur größer. Langweilig? Naja, Neustadt kennt man's. Seine Pappenheime und da lernt man sie noch kennen. Okay. Was machst du da? Heute Abend weiß ich es noch nicht. Ich habe mir sagen lassen, es soll so eine geheime Geschichte stattfinden. Bei zur Verlobung bei Michi? Ich wollte es jetzt so direkt sagen, aber wenn du das so sagst, ja, kann schon sein. Ich denke es mal. Wie ist mit der Arbeit? Alles in Ordnung? Klasse. Alles in Ordnung. Da ich jetzt weiß, dass ich aufgenommen werde, ist es perfekt. Der schönste Arbeitsplatz, den ich hier hatte. Gut. Selber schon eine andere Fragen an dich. Ja. Was sagst du in unserem Studio? Das ist geil und sau warm. Also man sieht es nicht, hier ist ein Kamin, der ist schon die ganze Zeit an. Ja, ja. Ist heiß. Deswegen hat der Florian Schauner noch nicht am Mixer auf. Oh. Ja, wir warten auf den Anrufer, das dauert hier irgendwie immer. Ja. Weil die rufen immer zur gleichen Zeit an und
Wie viele haben denn schon angerufen bei euch? 7. 8. 8. 8. 8. 10. Ist der Gerrit richtig drauf? An die Regie? Boah, ist das warm. Ja, passt. Alles drauf. Gut. Gut. Jo. Und wann ruft der nächste an? Wenn du das wisst. Wir sind schon hier schon seit Tagen. Vielleicht sollten wir einfach mal anrufen. Wollen wir mal anrufen? Ja. Warte, ich muss mal. Ich rufe den Phil an, oder? Ich wollte dich anrufen. Das ist doch Quatsch. Wieso denn? Mit deinem scheiß Handy. Zeig's mir in die Kamera. Aber ohne Schleichwerbung. Beste Handy. So, wir rufen jetzt den Philipp G-Punkt an. Du musst vielleicht das nennen. Was muss ich? Das. Okay. Ja, ich muss hier erstmal auf meinem Monitor gucken, wie das Telefon überhaupt funktioniert. Scheiße. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Stuhl darüber geschoben. So. Das ist die Hölle. Das ist verdammt nochmal die Hölle. 990 Nummer. Es klingelt. Hoffentlich geht er ran. Hallo Sebastian. Hey, hi Phil. Wir haben gerade ein Leck gehabt, weil keiner gerade angerufen hat und das filmen wir jetzt gerade, indem wir die Leute anrufen. Echt? Ja. Sehr schön. Ja. Also ich fahre gerade Auto, ich bin in Berlin. Was machst du in Berlin? Die Miri hat Geburtstag und feiert und Berlin ist immer geil zum Feiern. Okay. Und gesagt, wie viele Leute haben angerufen? 20. 31. 21. Einer. Einer. Nee, es haben schon mal Leute angerufen. Und du bist der Erste, den wir anrufen. Was ich euch immer schon mal fragen wollte, macht ihr eigentlich eure Frisuren selber oder habt ihr da jemand Professionelles für? Unsere Frisuren? Weil es so ein oder einmal sind. Unsere Frisuren? Ja. Also ich kenne jemanden, die heißt Aileen. Echt jetzt? Und die macht das kostenlos. Du siehst also aus, als würdest du bei der Eva Braun zum Friseur gehen. Ja, ich lasse einfach immer wachsen und wenn sie dann zu lang sind, schneide ich sie ab, um Geld zu sparen. Ah, schön, Wahnsinn. Also immer, ich lasse immer so anwachsen, dass es scheiße ausschaut. Dann mache ich es so kurz, dass es scheiße ausschaut. Und so spare ich Geld. Wie machst denn du es? Ja, okay. Was machst du denn, ja? Ja, ich stehe früh auf, dann muss ich ehrlich zugeben, dass ich meine Haare glätte, weil ich sonst ganz blöd ausschaue. Das ist ja voll. Dann halte ich meinen Kopf nach unten, schüttel her und lasse mich auch sprechen. Okay. Das sieht arg aus. Okay. Also ihr macht euch Frisuren selber und schminkt euch auch selber vor der Show. Ja. Ja, also ja. Der Flo schminkt sich auf jeden Fall selber. Wunderbar. Du, ich muss jetzt auflegen, wir sind nämlich gleich da im Verfahren von. Nee, noch viel Spaß und ich möchte gerne noch ein bisschen weiter mit dir reden. Okay, dann mach ich halt Handy an. Oh, aber kann sein, dass ich dann mal kurzzeitig wegschreibe, weil ich in Berlin ist verwirrt. Ach so, nee. Oh. Wir können eh nicht mehr telefonieren. Phil, danke für deinen Anruf, für unseren Anruf. Und haust du rein und viel Spaß in Berlin und grüß die Miri. Mach ich. Euch auch noch viel Spaß. Ciao. Ciao. Philipp Kreiner. Gerne Peschel. Florian Witter. Sebastian Gerber. Servus, Jara. Ich glaube, jetzt ruft keiner mehr an. Lass uns. Haben wir die Moderation, die Anmoderation gemacht? Ja. Du, dann machen wir mal auf jetzt. Also, Gerrit, danke, dass du da warst. Ja. Tschüss. Ach, läuft doch die Kamera. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja. Ah. Jetzt kommt mit rein. Hat noch nie jemand geschafft, Kerzen runterzuholen. Sau gut, Alter. Gerrit, auch zu rein. Was? Der Gerrit, der ist Feuer. Unser Hallo. Gerrit. Live, ey, das ist echt eine Live-Show. Also, Danny Boost, Telekom Aranya war wahrscheinlich Wahlerfolge, oder? Ja, ich habe mir viel gesagt. Ja. Es war schön. Der Gerrit zahlt unsere Kerzen. Und, ach ja, wir planen übrigens eine richtige Live-Show. Mehr gibt's dann in einem neuen Video und die Show wird wirklich live. Wirklich live. Live. Wie wir das machen, verraten wir nicht.
Also ruft an. Ruft an. Nein, damit fangen wir jetzt nicht an. Der Gegner, den machen wir nur einmal. Macht's gut, Leute, und schönen Abend noch.